zur gleichen Zeit zurück am Goldstrand. Nach einem erfolglosen, langen Tag versuche ich mein Glück abends an der Promenade. Doch auch dort kann sich niemand an eine Elena Jordanova, die hier arbeiten soll, erinnern. Langsam schwant mir, dass ich hier nicht wirklich viel erreichen kann. Haben Sie den Namen Elena Jordanova schon mal gehört? Tut mir leid, das ist aber ein sehr verbreiteter Name in Bulgarien. Kennen Sie den Namen? Nein, nie gehört. Alles klar, ciao. Ciao, einen schönen Tag. Ja, unter all den vielen Menschen, die hier am Goldstrand sind, Elena zu finden, ist unmöglich. Wir haben uns 2 Tage lang umgehört, aber niemand hat uns auch nur den kleinsten Hinweis zu Elena geben können. Ich werde meine Suche hier abbrechen. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass Mariana mehr Glück hat und irgendwas rausfindet. Denn sonst habe ich leider sehr schlechte Nachrichten für Gina. Unverrichteter Dinge reise ich nach Deutschland zurück. Am nächsten Morgen in Castletown Barry, Irland. Mariana versucht, die Familie O'Brien ausfindig zu machen, die 2002 einen Jungen adoptierte, der Ginas Bruder sein könnte. Von der Insel Dersey sollen diese Pferdezüchter in die Grafschaft Kerry gegangen sein. Und genau dort setzt die Recherche Marianas an. Ich finde die Familie zwar nicht als Rennpferdzüchter, aber etwa 3 Stunden von hier gibt es ein Pferderennen. Es ist sogar ein Rennfestival und geht über 4 Tage. Vielleicht kennt sie dort jemand. Mariana macht sich umgehend auf den 3-stündigen Weg nach Killarney. Die Stadt liegt im Südwesten Irlands und ist bekannt durch ihren Nationalpark. Die Killarney Races finden 3-mal im Jahr statt und sind die größten Events der Stadt. Hier ist es ja, Killarney Races. Ich bin sehr gespannt, ob ich die O'Briens jetzt finde. Der Pferderennsport hat in Irland eine lange Tradition. Dabei geht es in erster Linie um Galopprennen. Wenn die gesuchte Familie O'Brien tatsächlich Rennpferde im County Kerry züchtet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie hier jemanden kennt, sehr hoch. Mariana schaut sich erst einmal um. Number 2, the winner, Roy Lane. Please put your hands together, folks, for your lovely young apprentice. The winner, winning jockey, Shane Cross, ladies and gentlemen. Give him a nice big warm Killarney round of applause. It was trained by Joseph O'Brien. Der hat gerade eben einen O'Brien erwähnt. Folks, I'd say there was a lot of people on that winner because a lot of shouting going up as the horse came to take it. Hier kommen ein paar Jockeys. Okay, die gehen hier rein, Owners and Trainers. Entschuldigung, wissen Sie, wo ich Joseph O'Brien finde? Gibt es nicht einen Trainer mit dem Namen? Er hat gerade gewonnen. Welcher ist es? Da, der rechte Mann im Anzug. Mit dem weißen Kragen? Und den schwarzen Haaren. Vielen Dank. Ist das Herr O'Brien? Ja. Sind Sie Joseph O'Brien? Ja. Gratulation erstmal, dass Ihr Pferd gerade gewonnen hat. Ich bin auf der Suche nach einem Neil und einer Alice O'Brien. Sind Sie vielleicht mit ihnen verwandt? Nein, tut mir leid. Sie kennen keine anderen O'Briens? Da gibt es eine ganze Menge in Irland. Und die, die Sie suchen, sagen mir nichts. Nennen Sie sich sicher? Okay, dann nochmals Gratulation. Das war sehr aufregend. Danke. Tschüss. Schade. Mariana hört sich weiter um. Hi there, gentlemen. Guten Tag, die Herren. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Ich suche einen Mann namens Neil O'Brien. Er und seine Frau Alice sind Pferdezüchter. Sie haben einen Adoptivsohn namens David. Kennen Sie ihn vielleicht? David O'Brien.
Nein. Seine Schwester in Deutschland sucht ihn. Oh, wie schön. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Haben Sie mal im Internet geschaut? Das Internet konnte uns leider nicht weiterhelfen. Ich hoffe, wir können die Familie wieder zusammenbringen. Ich hoffe, Sie haben Erfolg. Vielen Dank. Das hoffen wir auch. Tschüss. All right, take care. Mariana befragt unzählige Zuschauer, Buchmacher und vor allem Pferdezüchter nach Informationen über Alice und Neil O'Brien und ihren Sohn David. Irgendjemand müsste sie doch kennen. Neil O'Brien? Neil O'Brien. Seine Frau heißt Alice O'Brien. Sie züchten Rennpferde. Sie meinen nicht Tom O'Brien? Nicht Tom O'Brien, Neil O'Brien. Den habe ich hier noch nie gesehen. Nein? Nein, kenne ich nicht. Trotzdem danke. Keine Ursache. Jetzt hatten wir Tom O'Brien, Joseph O'Brien, Philip O'Brien, aber immer noch kein Neil O'Brien. Ich frage weiter. Viele nette Zuschauer und Pferdezüchter versuchen zu helfen. Doch der Name O'Brien ist hier so häufig vertreten, dass dies eher zu Verwirrung führt. Doch Mariana gibt nicht so schnell auf und fragt sich weiter durch. Währenddessen in Köln. Kurz nach meiner Rückkehr meldet sich Boris Lover bei mir. Es hat sich doch noch etwas getan in Varna. Sie hat wichtige Neuigkeiten und per Videotelefonat erzählt sie mir mehr Details. Sag mal, was gibt's Neues? Also ich habe richtig gute Neuigkeiten. Der Polizeibeamte, bei dem wir waren, hat sich tatsächlich bei mir gemeldet und meinte, sie haben weiterhin nach Helena gesucht und eine Adresse von ihr gefunden. Wirklich? Oh, das ist ja super. Tatsächlich gibt es jetzt also einen konkreten Hinweis. Eine Adresse. Es ist nicht sicher, ob es wirklich Tinas Schwester Elena ist, die dort lebt. Denn der hilfsbereite Polizist hat keine weiteren Kontaktdaten erhalten. Boris Lava, darf ich dich bitten, da hinzufahren? Ich möchte jetzt gar keine Zeit mehr verlieren. Ja, auf jeden Fall. Ich mache mich auf den Weg und melde mich dann. Sehr gut. Vielen Dank. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, wirklich gefunden haben wir sie jetzt immer noch nicht. Aber vielleicht ist das jetzt der entscheidende Hinweis, um Ginas Schwester endlich näher zu kommen. Hoffentlich lebt sie dort wirklich noch. In ein paar Stunden sind wir schlauer und ich wünsche mir das so sehr für Gina. Boris Lava ist dann sofort zu dieser Adresse gefahren, in der Hoffnung, dort deine Schwester zu finden. Ich zeig's dir jetzt, ja? Guck mal. Boris Lava ist 5 Stunden von Varna in den Süden Bulgariens gereist. Hier liegt der kleine Ort Tschernodab. Hier soll Ginas Schwester heute leben. Hier musst du sein. Guten Tag. Ist jemand zu Hause? Hallo. Ja, bitte. Bist du Elena? Ja. Elena Jordanova. Ja. Super. Ich heiße Boris Lava. Schön, dich kennenzulernen. Ebenso. Hast du einen jüngeren Bruder? Ja. Wie heißt er? Daniel. Lebt er auch hier? Ja. Kannst du ihn holen? Ja. Dani? Hallo. Hi. Hallo Daniel, ich bin Boris Lava. Schön, dich kennenzulernen. Ihr fragt euch bestimmt, warum wir hier sind. Ich habe gute Nachrichten für euch. Können wir irgendwo in Ruhe miteinander reden? Klar, komm doch bitte rein. Super. Wir haben deine Geschwister gefunden. Elena und Daniel, er ist dein Bruder. Boris Lava hat sich dann mit den beiden zusammengesetzt. Und das gucken wir uns an, ja? Ja. Daniel und Elena, wisst ihr, dass ihr noch eine Schwester habt? Ja.
Eure Schwester Gina ist auf der Suche nach euch. Freut ihr euch darüber? Ja, und wie? Es ist ein unglaublich schönes Gefühl zu hören, dass Gina nach uns sucht. Mir geht es genauso. Ich kann es kaum erwarten, sie endlich kennenzulernen. Elena, du bist älter als Daniel und hast wahrscheinlich noch Erinnerungen an damals. Kannst du erzählen, wie eure Kindheit war, als Gina noch bei euch gelebt hat? Auf der einen Seite schön, andererseits aber auch sehr schwer. Hast du dich gut mit Gina verstanden? Sehr gut. Wir haben uns sehr lieb gehabt. Wir waren einfach unzertrennlich. Ich kann mich erinnern, dass wir immer vor unserem Haus gespielt haben. Wir haben sogar in einem Bett geschlafen. Wie war das Verhältnis zu eurer Mutter? Unsere Mutter war sehr gut zu uns. Sie hat sich liebevoll um uns gekümmert, aber unser Vater leider nicht. Wie auch uns hat er sie sehr schlecht behandelt. Ständig hat er sie geschlagen. Hat Gina dir in diesen schweren Zeiten Halt gegeben? Ja. Sie war die Ältere von uns beiden. Wenn ich geweint habe, hat sie mich umarmt und geküsst und hat mich getröstet. Kannst du mir erzählen, wie es war, als eure Mutter gestorben ist? Es ging uns allen sehr schlecht. Unsere Oma und ich waren unendlich traurig. Ich habe mich hinter dem Haus versteckt und nur noch geweint. Und du, Daniel? Als ich alt genug war, um zu begreifen, dass unsere Mutter nicht mehr lebt, war es sehr schmerzvoll für mich. Fortan habe ich mich sehr danach gesehnt, eine Mutter zu haben. Elena, kannst du dich an den Tag erinnern, als Gina verschwunden ist? Ja, daran erinnere ich mich noch gut. Mein Onkel ist zu uns gekommen und hat sie mitgenommen. Er nahm sie aus den Händen meiner Oma und wir haben sie nie wieder gesehen. Meine Gina, ich habe so viel um sie geweint. Wir haben nach ihr gesucht, aber niemand wollte uns etwas sagen. Gar nichts. Jetzt haben wir endlich die Hoffnung, dass Gina zurückkommt. Unsere Mutter ist für immer von uns gegangen. Aber unsere Schwester kommt zurück. Könnt ihr mir erzählen, wie euer Leben heute ist? Ich lebe in Chernodab mit meinem Mann Milan. Wir haben eine Tochter namens Stephanie. Sie ist 5 Jahre alt. Sie bringt uns sehr viel Freude. Wir führen ein ganz normales Leben. Und wie lebst du, Daniel? Ich gehe noch zur Schule und träume von einem Job als Profifußballer. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Leben. Ich habe eine Überraschung für euch. Ich habe ein Foto von Gina mitgebracht. Wollt ihr es sehen? Ja, klar. Schaut mal. Oh mein Gott. Sie ist wunderschön. Schau mal, wie Mama. Sie sieht aus wie unsere Mutter. Wirklich? Ja. Habt ihr geglaubt, dass ihr drei jemals wieder zusammenfindet? Ja. Immer. Ich auch. Es ist eine wunderschöne Vorstellung, dass wir drei wieder vereint sein werden. Einer hat immer gefehlt. Hallo Gina, ich bin dein Bruder Daniel. Und ich deine Schwester Elena. Wir würden uns sehr freuen, dich zu treffen, dich zu küssen und in unsere Arme zu schließen. Wir möchten so gerne die verlorene Zeit mit dir nachholen. Wir haben dich lieb und wir können es kaum erwarten, dich zu sehen. Ich liebe dich sehr. Ich dich auch. Danke.
Ihr drei, ihr gehört zusammen. Und das war ein ganz großes Unrecht, dass ihr getrennt worden seid. Und da soll auch kein Tag mehr vergehen. Deine Geschwister sind heute hier. Und ich würde dich jetzt gern zu ihm bringen. Mhm. Ja? Ja, alles klar. Vor fast 20 Jahren wurden die Geschwister unter dramatischen Umständen voneinander getrennt. Jetzt gleich können sie sich endlich wieder in die Arme schließen. Es ist jetzt soweit. Du kannst raus zu deinen Geschwistern gehen. Hallo. Hallo Daniel. Na, wie geht's dir gerade? Hm? Aufgeregt. Ja, ne? Ich glaube, ihr drei braucht viel Zeit jetzt unter euch, zusammen mit der Übersetzerin. Und dann könnt ihr über vieles sprechen. Hm? Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ja, alles, alles gut. Nehmt ihr euch. Endlich sind sie wieder vereint. Nach einer dramatischen Kindheit und den langen Jahren der Trennung können die drei Geschwister nun wieder gemeinsam in eine bessere Zukunft schauen.